Wir waren auf dem Tennisplatz und dann fing es leicht an zu regnen und dann wurde es immer schlimmer. So vielleicht 20 Minuten kann man sagen. Ne? Zum Schluss war dann auch Hagel. Und dann ist alles von den Tennisplätzen runtergeschwommen, sogar der Sand alles. Und dann hier in die Räume, in die unteren Räume, Kellerräume, Kegelbahn, kam auch gleich die Feuerwehr. Wir mussten dann von der Halle raus, wegen Strom, ja, weil der abgeschaltet werden musste. Und es war blitzartig, innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten, muss man sagen, war alles voll. Eigentlich hat es erst ganz langsam angefangen zu regnen. Das habe ich gedacht, ich kann gleich wieder weiterspielen. Dann sind wir dann doch mal runter vom Platz und dann hat es... Ich wollte dann schon sagen, okay, es zieht ja bei uns immer gleich wieder so vorbei, aber dann auf einmal kam der Regen so stark, dann hat es gehagelt und dann bin ich mal hier rein, weil ich hier ja einen Tennisshop habe. Und dann hat sie von der Decke schon runter getropft und dann habe ich plötzlich hier dieses sintflutartig hier dieses Wasser hier gesehen. Und ja, also wenn man das immer so hört, dann denkt man, okay, betrifft einen. Man kann sich schwer vorstellen, aber es war Wahnsinn. Wir befinden uns hier jetzt direkt vor dem Tennisverein in Fellbach, vor der Tennishalle. Unser Alarmierungsstichwort war massiver Wassereinbruch in das Gebäude. Wir sind alarmiert worden, circa ein paar Minuten vor 13 Uhr, sind dann hier angefahren. Unsere Lage war bereits beim Anfahren, dass starker Wasseraustritt bereits an der Hauptstraße uns entgegenkam. Schwierigkeit für uns war, hier am Tennisverein selber, war, dass teilweise noch Tennisbetrieb war in der Halle. Das mussten wir zuerst mal unterbrechen. Sämtliche Stockwerke, die auch unter Wasser waren, waren stromführend. Das heißt, wir mussten zuerst mal alle Sicherungskästen stromlos machen. Das hat natürlich seine Zeit gedauert. Das ist jetzt soweit. Wir können jetzt hier loslegen und wir haben jetzt vier, fünf Tauchpumpen mit ca. 6000 Liter Wasser, wo wir damit rauspumpen können, haben wir jetzt im Gebäude drin. Ein weiterer Einsatzort hier in dem Gebäude ist uns auch noch zugetragen worden. Das ist im hinteren Gebäude. Da ist ein Heizungsraum, da ist im Augenblick auch noch Strom drauf, da können wir noch nicht. Unser Elektriker ist aber dabei, den Strom noch zu schalten. Das ist jetzt schwer zu schätzen. Wie gesagt, wir waren im zweiten OG, aber ich sage mal 1,60, 1,70 Meter wird das Wasser schon hoch gewesen sein. Wir hatten insgesamt jetzt auf einen Schlag ca. 6 Einsätze, wobei das hier der größte ist. Parallel haben wir noch auf der Gemarkung Schmieden einen Gartenhausbrand, wurde aber übernommen von der Berufsfeuerwehr Stuttgart, weil alle anderen Fahrzeuge bei uns in Fellbach hier jetzt gerade im Einsatz sind, um die Wasser aus dem Keller rauszubringen. Wir sind hier in der Lage Altenberg im Teilort von Weinstadt-Strümpfelbach und es hat gegen 1:30 ist ein schweres Gewitterkommen und trotz Hagelflieger heftiger Hagel auf der Gänsengemarkung, was eher selten ist, dass alles erwischt wird. Und ja, wir warten jetzt 3-4 Tage, bis so die Schäden eintrocknen, bis wir es genauer beziffern können. Die Trauben, die einen Treffer abbekommen, die platzen auf, die haben doch jetzt schon ein bisschen Saft, sind prall und durch den Hagel werden die regelrecht zerfetzt. Und so ist immer eine Seite der Traube mehr oder weniger stark angeschlagen. Und also die Trauben, die Beeren, die direkt getroffen werden, die werden ja vernichtet, die trocknen ein, die zum Teil fallen sie ab, vielleicht bleiben sie auch dran hängen. Je nach Qualitätsziel werden wir die dann entweder bei der Lese oder vor der Lese manuell entfernen. Zuallererst wird man sehen, die Stöcke arbeiten die nächsten paar Tage nicht, die wachsen nicht mehr weiter, die haben wie eine Schockstarre. Dann werden die ganzen Wundränder braun, da bilden sich Gerbstoffe und zu Krusten, Verkrustungen und dann wird der Stock weitermachen. Es ist noch genug Blattfläche da, damit die restlichen Trauben vollreif werden können. Es ist noch nicht aller Tage Abend, aber es war schon ein harter Schlag jetzt. Also jetzt mal auf den ersten Blick, wobei ich sage 3-4 Tage kann man es genauer beziffern, ich schätze 30-40%.